Zeit ein bisschen was. Ich fange jetzt zum fünften Mal an, weil ich es nicht gebacken kriege. Es ist wirklich unglaublich. Hey, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich mache jetzt zum fünften. Das ist unfassbar. Unfassbar. Hey, liebe Zuschauer, zum sechsten Mal fange ich jetzt an. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen eine neue Rubrik. Und zwar zeige ich euch die besten Soundtrack-Lieder. Davon wird es bestimmt ein paar mehrere Folgen geben. Ich dachte mir, okay, nach der Messe können wir ein paar Videos machen, die nicht ganz so aufwendig sind zu drehen, aber die euch trotzdem eurem Alltag als Techniker und auch als Einsteiger vielleicht helfen könnte. Ich zeige euch heute fünf Songs, die man zum Soundtrack nehmen kann, die sehr gut gemastert sind, die vielleicht an sich auch einfach sich geil anhören auf guten PAs, die viel Dynamik haben oder eben, womit man halt einzelne Frequenzbereiche, sage ich mal, mit gut testen kann. Ich werde in dieser Rubrik auf ein Ranking verzichten. Manche sagen ja Platz 1, Platz 2 und das ist geiler als das, das ist geil. Nee, bei mir ist es so, ich sage euch jetzt 5 Songs, die ich geil finde und sage euch auch, warum ich sie geil finde und was ich damit vielleicht gut testen lässt. Aber ich werde jetzt nicht sagen, der Song ist Platz 1, der ist Platz 5 und der ist so. Ihr wisst schon. Ich habe eine Playlist bei Spotify und zwar nennt sich die, ich muss ja mal gucken, die nennt sich Soundcheck. Ich wusste nicht, ob es die PA-Check oder Soundcheck heißt. Und ihr müsst einfach nur bei Spotify meinen Namen eingeben, wie auch bei YouTube, DLR-Checker fertig. Und ihr könnt meine Playlist, meine öffentliche Playlist einsehen und die Soundcheck-Liste abonnieren, folgen, wie auch immer. Und da werde ich immer die aktuellen Songs, die ich so als PA-Check nehme oder als Soundcheck nehme, könnt ihr da einsehen. So, aber nicht zu viel Quatsch, wir wollen jetzt mal anfangen. Wir nehmen jetzt mal den allerersten Song, wo einige vielleicht denken werden, was, das kann man doch nicht als Soundcheck-Lied nehmen. Diesen Song nehmen viele Firmen, die besser haben, die richtig ballern. Function One, Void, also es gibt ja einige, sag ich mal, die Demo-Days machen, ob Void die nutzt, weiß ich nicht, aber ich könnte es mir vorstellen, aber viele PAs, PA-Hersteller, die praktisch wollen, okay, unsere Bässe können richtig pumpen, die nehmen diesen Song sehr gerne. Der Titel heißt Table Flipping von Tipper und hat, sag ich mal, sehr krasse Bassschläge, davon auch sehr wenig, es ist praktisch nicht so ein komplett zugemüllter Song, der ist wirklich sehr, sehr eintönig, sag ich mal. Aber dadurch kann man sehr gut die Impulse von Bässe testen und ich glaube, dass wenn man wirklich eine fette PA hat, kann dieser Song auch ziemlich Eindruck schinden im Bassbereich. Der nächste Song, den ich, also einer meiner Favorites auf jeden Fall, ist Cruel von Toto. Ist Cruel richtig ausgesprochen? Ich glaube, Cruel ist richtig ausgesprochen. Unfassbar geiler Song, Hammer gemastert, ich finde den Song an sich auch total geil, geile Musik, viel Dynamik vor allem und so richtig gute Stimmen, die durchkommen. Also ich würde den Song auf jeden Fall sehr empfehlen, wenn es um das Thema geht, PA-Check, Line-Check. Gucken, ob es aus der Box rauskommt, wie es klingt. Der nächste Song ist auf jeden Fall auch ein Highlight von mir und zwar muss ich da sagen, es gibt ja so Momente, da kann man nicht laut auftreten, sollte man auch nicht laut auftreten, vor allem nicht in Sachen Metal oder Techno gehen. Da muss es ein bisschen entspannter sein, gerade wenn man auf Messe ist und eine große PA testet. Und da nehme ich immer sehr gerne Slowdown von Cap Mo, ist wirklich ein richtig geiler Song. Den würde ich mir jetzt nicht in Dauerschleife privat anhören, aber es ist verdammt gut gemixt, wirklich verdammt gut gemixt. Die Instrumente kommen extrem gut durch, hat eine Impulstreue, hat gute Höhen, gute Mitten, also eigentlich alles, was man so braucht. Leute von euch, die Vorführungen kennen, von Stefan Rast zum Beispiel, also von Voice Acoustic, sollten diesen Titel auch kennen. Somewhere Somebody von Jennifer Warnes ist auf jeden Fall auch ein ziemlich guter Titel, um alles vorzuhören. Hat im Subbereich, es geht da viel ab. Ich habe extrem hohe Höhen, also bis 10, 16 Kilo geht es wirklich am Anfang. Und die Stimmen sind aber nicht ganz so crispy, die sind eher ein bisschen mitten betont, aber dadurch habe ich halt wirklich eine gute Staffelung in allen Frequenzbändern. An dem Punkt musste meine Kamera aus irgendwelchen Gründen einfach mal aussteigen. Frag mich nicht warum, ich hab's aber nicht mitbekommen. Trotzdem, Titel Nummer 5 ist Everybody Here Wants You von Jeff Buckley. Auch ein Titel, der sehr, sehr gut zum Soundtracken ist, weil gute Kick, nicht ganz so clicky, sondern eher eine suppige Kick. Eine geile, crashige Snare und praktisch nicht so vollgemüllt der Song. Also wirklich sehr, sehr aufgeteilt wieder. Wir haben wieder eine sehr aufgeteilte Frequenzstaffelung, sage ich mal. Und somit hört sich der Mix sehr, sehr aufgeräumt aus, was zum Checken von PA sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut sein kann. Mit einem komischen Ende aus einer dummen Perspektive und irgendwie am Arbeitsplatz endet jetzt die erste Folge von meinen Soundcheck-Empfehlungen, sage ich mal, von meinen Soundcheck-Titeln, die ich euch ans Herz legen kann. Alle Songs, sofern sie bei YouTube gibt, findet ihr in meiner Videobeschreibung und den Link, falls ich es hinbekomme, zu meiner Spotify-Playlist. Wenn nicht, einfach bei Spotify DLR-Checker eingeben, bei öffentliche Playlists gucken und da ist die Soundcheck-Liste auf jeden Fall veröffentlicht und da könnt ihr auch folgen, damit ihr halt immer meine Empfehlung, die ich immer gerne nutze, direkt in der Liste sehen könnt. Das heißt, ihr habt auch hier schon direkt praktisch ein paar Spoiler für die nächsten Folgen. Danke fürs Zuschauen. Lasst mir in der Kommentarbox gerne ein bisschen Feedback da, wie ihr dieses Video fandet, weil es war wirklich mal was anderes, sage ich mal. Ähnlich wie das Rezo-Video. Und ja, wollt ihr das weitersehen? Soundtrack-Empfehlung oder sagt ihr, okay, das ist langweilig, wollen wir nicht sehen? Gerne mal da unten reinschreiben. Wenn es euch gefallen hat, hat dir gefallen, dann bitte Daumen nach oben klicken. Hat dir nicht gefallen, Daumen nach unten klicken. Abonnieren würde ich mich wieder einmal sehr freuen, damit nichts mehr verpasst. Und vor allem auch Glocke aktivieren. Muss aber nicht. Insofern danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Ciao, ciao.